Hey und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Advance Adventure. Ja, was haben wir im letzten Part erlebt? Wir waren in Pilaf seinem Schloss, weil unsere Dragon Balls von ihm geklaut wurden und wir haben eben versucht, sie wiederzubekommen. Hat auch fast geklappt, aber Pilaf hat eben Shenlong gerufen und wollte somit die Welt beherrschen. Wäre Oolong nicht gewesen und hätte sich nicht Mädchenunterwäsche gewünscht, wäre das auch auf jeden Fall passiert. Also hat Oolong mit Mädchenunterwäsche gerettet. Und jetzt sind halt die Dragon Balls für ein Jahr wieder versteinert und wir müssen jetzt einfach bei Muten Roshi ein bisschen trainieren für das Jahr und werden wahrscheinlich ein paar neue Leute kennenlernen und wirklich stärker werden. Fangen wir einfach mal an. Los geht's. Goku begab sich zu Muten Roshi, um noch härter zu trainieren. Auch Krillin bat mit Muten Roshi zu trainieren und wurde als Schüler akzeptiert. Und so begann ihr Training beim weltbekannten Muten Roshi. Einverstanden, ich akzeptiere euch beide als Schüler. Hurra! Dann lasst uns zu eurem ersten Trainingsort gehen. Ja Leute, das Training von denen war wirklich hart. Die erste Aufgabe müsste, glaube ich, sogar diese Steinsache sein, aber das werden wir gleich sehen. Okay, beginnen wir mit dem Training. Nun leg endlich los und bring uns alles bei. Als erstes machen wir den Steintest, da haben wir es doch, Leute. Geht den Stein suchen, den ich in den Wald geworfen habe und bringt ihn mir zurück, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ich frage mich, wer ihn wohl als erstes findet. Ja Leute, jetzt hat der Muten Roshi jetzt einen Stein in den Wald geschmissen, wo eben sein Symbol drauf ist. Und diesen Stein müssen wir eben vor Krillin finden, weil sonst hätten wir, glaube ich, kein Mittagessen oder Abendessen oder was weiß ich von Essen gekriegt. Aber das werden wir schon hinkriegen. Ich kann euch auf jeden Fall schon sagen, Krillin ist ein mega Fuchs. Also zu diesem Zeit noch gewesen. Zu dieser Zeit. Und werden wir alles noch gleich sehen. Also ich weiß noch, was er machen wird. Dieser kleine Fox. Jetzt geht doch endlich tot. Ich dachte schon. Unbesiegbarkeitswolf oder was? Kaputt. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen durchrennen. Was finden wir denn hier? Oh, wir kriegen mehr Leben. Ach ja, bei den Leben ist es so, wir werden auf jeden Fall viel mehr Leben kriegen. Es gibt mehrere Balken. Nach grün weiß ich gerade nicht, welche Farbe es kommt. Ich weiß aber, dass die vorletzte Reihe blau ist und dann kommt weiß, also eine weiße Reihe, und die weiße Reihe ist wirklich die höchste Reihe, die man kriegen kann. Aber die kriegt man erst ganz zum Schluss, Leute. Dauert doch ein bisschen. Da muss ich jetzt Kamehameha machen. Und Kamehameha. Nochmal, Kamehameha. Perfekt. Da können wir jetzt hinspringen und zack. Ihr Wölfe, ihr schafft es eh nicht gegen mich zu gewinnen. Ich bin Son Goku, komme von... Ich wollte schon sagen Namek. Ich komme vom Planeten Vegeta. Nur weiß ich das leider noch nicht. Und ich bin ein kleines Kind und werde das erst in circa 20 Jahren wissen. Nein. Natürlich, erst in 20 Jahren. Weil dann erst Sarah jetzt kommt und ihn das dann sagt. Aber wie komme ich jetzt eigentlich auf dieses Thema? Ich glaube nur Scheiße, ey. Ganz ehrlich. So, wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Ja, komm. Ihr könnt mich mal einschalten. Bam, bam. Herr mit dem Apfel. Warum trägt ein Wolf oder ein Hund oder was das sein soll, einen Apfel bei? Ich hätte es ja verstanden, wenn er wie ein Hühnchen oder so dabei hätte, aber warum Apfel? Ich glaube nicht, dass Wölfe Äpfel isst, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Habe ich noch nie gesehen. Wie sieht denn das wohl aus? Lecker Apfel. Noch besser wie Fleisch. Nein, natürlich nicht. So. La. Aber ich muss schon sagen, für das Zeitalter, wo das Spiel rauskam, sieht das Spiel wirklich atemberaubend aus. Ich finde das wirklich super. Viele sagen ja, es sieht wirklich scheiße aus, weil sie einfach nicht wissen, dass das aus diesem Zeitalter kam, wo ich eben noch klein war. Dann wart ihr wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, die meisten. Oder doch, die meisten müssten wahrscheinlich schon auf der Welt gewesen sein. Aber waren einfach nicht imstande, dieses Spiel zu spielen. Zack. So. Ich habe auch wahrscheinlich ein paar ältere Zuschauer, also ich habe ja nicht nur Junge. Alter, du Drecksdrache, ne, ist ja kein Drache, ist ja ein Dinosaurier. Ich habe, glaube ich, auch im letzten Part Drache gesagt. Das stimmt auch nicht. Das ist ein Dinosaurier. Ich weiß nicht, wie ich auf Drache gekommen bin. Ich verbinde einfach Drachen und Dinosaurier irgendwie mit beidem. Irgendwie ist das für mich beides gleich, aber das ist ja nicht beides gleich. Also von daher, ich laber jetzt wieder nur Scheiße. Wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Boah, fast zweimal in die Grube rein. Alles klar, läuft da einfach mal da rein.
So, wir haben den Stein. Jetzt gucken wir mal. Hey Goku, hast du den Stein schon gefunden? Haha, ich werde das Rennen gewinnen. Aber vielleicht ist er falsch. Das ist doch der Abdruck des Alten drauf. Lass mich mal sehen, Und das meine ich eben, Leute. Krillin war damals ein Fuchs. Ganz einfach, er klaut ihm einfach den Stein. Ich hab den Stein. Hey, das ist Beschiss. Man muss sich bei einem Wettlauf eben durchboxen. So, jetzt dürfen wir Krillin jagen. Ja, ich laufe einfach nur. Und den Scheißstein wiederholen. Ich habe keine Zeit für Wölfe jetzt. Ganz ehrlich, wie kommt denn hier Krillin durch? Muss ja nicht gegen die kämpfen. So, einfach durchrennen. Wow. Nein. Na, 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 na. Scheiße, ich werde gleich zweimal getroffen. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich das irgendwie so in Erinnerung, dass Krillin nicht den Stein gekriegt hat, sondern einfach den Stein nachgemacht hat. Er hat einfach irgendeinen Stein genommen, das Symbol draufgekritzelt und den dann abgegeben. Ich weiß aber nicht mehr. War das wirklich so, dass er den geklaut hat? Also wenn ihr das noch wisst, dann schreibt mir das mal ebenfalls in die Kommentare. Also ich meinte, er hat den Stein irgendwie nicht gefunden. Son Goku hat ihn gefunden, hat ihn dann aber, glaube ich, verloren im Kampf gegen Krillin. Oder der ist irgendwo runtergefallen, wenn ich mich nicht mehr irre. Und Krillin hat dann einfach nachgemacht und abgegeben. Und Muten Roshi hat es natürlich bemerkt, glaube ich. So, jetzt muss ich aber mal aufpassen auf mein Leben. Ich brauche wieder Leben. Boah, du Drecksdrache. Nee, nicht Drache. Warum sage ich Drache? Dinosaurier. Gib mir mal Äpfel. Auch Äpfel. Ich gedacht, Wölfe tragen Äpfel dabei. Oh, ihr sollt mir Äpfel geben. Lass es sein. Ich habe immer noch keinen Apfel. Nein, scheiß Ding, ey. Da ein Apfel. Das bringt aber auch nichts, wenn ich den ersten Schlag verkacke, getroffen werde und dann erst einen Apfel kriege, weil der Apfel füllt eben diesen geschlagenen Schlag wieder auf. Scheiße! So, egal. Nee, von vorne? Tatsächlich, ich muss das von vorne machen. Mann! Egal, dann habe ich wenigstens volle Leben. Trotzdem nervig. Boah, das war knapp jetzt. Jetzt rennen wir hier einfach mal schnell durch. Was war das? Kacke oder was? Ah ne, das war ein Wolf. Das sah aus wie Kacke. Panzer nehmen wir auch schnell mit. Hör, was ist das? Eine Sonnenbrille. Es gibt ja auch Secret-Items, glaube ich. So wie es aussieht. Einfach durchrennen. Die müssen wir nicht besiegen. Wir wollen ja nur Krillin besiegen. Diesen blöden Arsch. Boah, Leute, habt ihr das gerade gesehen? What the fuck, ey? Ich bin fast runtergefallen. Gib mir den Panzer her. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil ich will nicht nochmal runterfallen. Hier bin ich vielleicht runtergefallen. Renn doch! So weit kann es jetzt auch nicht mehr sein. Ba, 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 ba. Oder bin ich hier runtergefallen? Keine Ahnung. Ist ja eigentlich irrelevant, wo ich runtergefallen bin. Hauptsache. Nee, warum Hauptsache? Ist ja beschissen Hauptsache. Ja. Wow! Alter, was ist denn das? Die reinste Todesfalle, ey. Opfert sich der Wolf da, ey. Natürlich. Boah, ich dachte schon, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich hab wieder Herzstillstand gehabt. So, jetzt nehmen wir uns den Panzer, dass wir hier ewige Ruhe haben. So, das haben wir auch. Jetzt muss ich aufpassen, dass da unten nichts ist. Run, 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 baby, run. Da mal Leben, den nehmen wir mit. Gib mir das Leben. Danke. Bam. Ba, 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 bam. Ba, 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 bam. Gibt es eigentlich heutzutage noch so richtig Spiele, wo es wirklich mit Leben ist? Also, dass man so einen Lebensbutton irgendwie aushaben muss. Außer bei Mario. Da ist ja wirklich üblich, dass man da diese Leben sammelt. Aber ich kenne wirklich kein anderes Spiel mehr, wo man Leben sammeln muss. Also solche Lebensbutton eben. So. Was für ein Ausdauer der hat. Willst du darum kämpfen? Ich werde nicht verlieren. Okay. Oh, jetzt musst du gegen Krillin kämpfen. Alles klar. So, Krillin, ich kann eine Technik, die kannst du nicht. Kamehameha. Kannst du sogar nochmal. Komm, hier, komm. Kamehameha. Arschloch. Zack, 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 zack. Wenn ich jetzt meine Superattacke gegen ihn einsetze, dann kann ich keine Kamehameha mehr machen, weil dann der gelbe Balken unten links weg ist. Ich kann das nur machen, wenn der gelben Balken eben da ist.
Weil sonst funktioniert's nicht. Finde ich schon gut gemacht eigentlich, weil sonst könnte man das echt Spam. Entweder entscheidet man sich Kamehameha zu machen oder seine Supi. Aber zum Finale mache ich, glaube ich, meine Supi. Zack, zack, komm. Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass dieser Sprung nach oben, Kick von unten, also von Kick von unten, wie geht das? Kick von oben, auf jeden Fall mehr abzieht. Deswegen mache ich das auch öfters, weil wir wollen ja diesen Kampf hier gewinnen und nicht verlieren. Ich brauche die ganzen Leben noch auf jeden Fall. Nein, nein, nein. So, und nochmal. Nein, warum setze ich das ein? Habe ich ihn? Nein, es hat nicht gereicht, egal. Der Kick war auch episch, der war richtig episch, Leute, aber so episch, dass er wirklich richtig episch war. Nein. Wir haben es geschafft, gib uns den Stein zurück und wir geben ihn ab. Ihr habt euch beide tapfer geschlagen. Spaß beiseite, jetzt wollen wir aber was über Kampfsport lernen. Nur nicht so vorlaut. Ich werde euch die Kampfsportarten beibringen. Wenn ihr dazu fähig seid, 10 dieser großen Steine hier zu zerschlagen. Lass mich mal versuchen. Okay. Ach, wir haben keine Lebensanbalken. Lebensanbalken, Lebensanzeige heißt das. Mann, mein Deutsch ist halt mal so richtig perfekt wieder. Na, ich habe auch eine Entschuldigung. Es ist 3 Uhr morgens. Ich kann nicht pennen, deswegen nehme ich einfach mal auf. Weil ich Langeweile habe und nicht pennen kann. Da darf mein Deutsch auch am Scheiß am Arsch sein. Scheiß am Arsch sein. da merkt es, Leute. Also, macht mich nicht fertig deswegen. Ich kann Deutsch. Aber nicht um diese Uhrzeit. Da hat sich so mein Gehirn so halb schon abgeschaltet. Boah. Voll auf meinen Kopf gefallen. Voll auf Kopf gefallen. Jetzt macht er diesen scheiß letzten Stein kaputt. Ey, diese Steine nerven immer. Egal, wir haben es geschafft. Das ist aber ein bisschen einfach, weil man muss das ja schaffen. Man hat ja gar keine Lebensanzeige. Von daher kann man das gar nicht verlieren. Naja. Yeah, ich hab's geschafft. Und jetzt unterrichtest du mich in Kampfsport, okay? Na gut. Meine Güte, was ist das für ein Kind? Okay, ich bringe euch ein paar Techniken bei. Standardattacken. Nun will ich dir etwas über den Zweikampf beibringen. Beweg dich genauso, wie du es bisher getan hast. Um dich zu bewegen, benutze du das Steuerkreuz und den A-Knopf. Du kannst auch den B-Knopf drücken, um anzugreifen. Versuch ruhig, sie gleichzeitig mit dem Steuerkreuz zu verwenden. Versuch nun, Krillin anzugreifen und ihn mehrmals zu erwischen. Ja, Leute, das ist jetzt das andere Kämpfen, was ich euch erzählt habe. Und zwar, guckt mal die Leben an. Sieht ja noch ein bisschen anders aus jetzt. Wir bewegen uns auch auf jeden Fall anders. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ist auf jeden Fall geiler, das ist eben dieses Turnierkämpfen. Naja, wir können aber den Gegner nachher auch noch richtig hoch in die Luft schlagen und dann eben von oben nochmal runterschlagen. Aber das müssten wir wahrscheinlich, glaube ich, alles lernen. Jetzt lernen wir mal die Abwehr. In Zweikämpfen kannst du gegnerische Attacken abwehren. Wenn Krillin angreift, drückst du nach hinten. Versuch nun abzuwehren, wenn du das dreimal schaffst, geht's weiter. Das ist ja eigentlich einfach, nur nach hinten drücken. Na, 1, 2. Ja, komm, einmal noch. 3. Perfekt. Jatta! Warum fällt Krillin eigentlich hin, wenn er's mich geschlagen hat? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Konter und Verwundbarkeit. Unter deiner Gesundheitsanzeige befindet sich deine Konteranzeige. Wenn diese Anzeige zu sehen ist, kannst du mit dem B-Knopf Angriffe kontern. Sobald die Konteranzeige jedoch weg ist, bist du verwundbar. Und das werden deine Gegner ausnutzen, also sei vorsichtig. Du kannst dem Gegner nur den Schaden zufügen, wenn er verwundbar ist. Das darfst du nie vergessen. Es ist also wichtig, die gegnerische Konteranzeige möglichst rasch auszuschalten. Aber das solltest du nun lieber mal ausprobieren. Okay, das hat was mit diesem grünen Balken zu tun. Okay, testen wir. Okay, er geht runter, wenn ich ihn schlag. Alles klar. So, passt. Also erst die Konteranzeige weg und dann können wir unsere richtige Combo machen. Alles klar. Wurfattacken und Verfolgungsattacken. Über Konter und Verwundbarkeit weißt du jetzt Bescheid. Wenn du einen Gegner mit einer Vor-BBBB-Attacke triffst, während er verwundbar ist, kannst du ihn in die Luft schleudern. Und dann schiebst du ihn sofort eine Verfolgungsattacke hinterher. Ich dachte schon, schiebst du ihm vielleicht deinen Zauberstab in den Arsch oder so, keine Ahnung. Nein, dabei musst du allerdings genau im richtigen Moment den B-Knopf drücken. Und jetzt versuch mal eine Verfolgungsattacke. Jetzt kommt es mit in die Luft schlagen, alles klar.
Das ist richtig geil. Zack, 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 zack. Und los geht's. Nein, ich sollte nach vorne machen. Egal, nochmal. Und los geht's. Zack, 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 zack. Wir können sogar in der Luft Kamehameha machen. Das funktioniert auch, aber das lernen wir erst später. Wir können dann aus dem Himmel runter Kamehameha schießen. Aber wie gesagt, das kommt erst alles später. Jetzt sollten wir uns aber zum Weltkampf begeben. Okay, wir werden unser Bestes geben. Ich gewinne auf jeden Fall. Und so begaben sich Goku und die anderen noch nach ihrem Training bei Mutenrush zum Weltkampf. Speichervorgang gespeichert. Oh yeah. Okay Leute, das war's dann von dem Part. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part den Weltkampf machen. Der wird ein bisschen knifflig. Wir haben auch unseren neuen Anzug, wie ihr sehen könnt. Den orangenen Anzug jetzt. Ist auf jeden Fall richtig geil. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Würde mich echt mal interessieren. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Es werden auf jeden Fall jetzt noch so ein Inder, glaube ich, kommen mit so einem orangenen Anzug. Und so ein Turban auf dem Kopf. Ich hoffe, der kommt. Wir werden natürlich auch Tenshinhan, Chao, Su noch sehen. Wir werden den Mondkönig Piccolo, Tao Bai Bai. Werden wir alle noch sehen, Leute. Ich glaube auch diesen Teufel mit so einem Gummianzug. Den werden wir auch noch sehen. Also wirklich, die Red Ribbon Armee. Das kommt wirklich alles noch. Seid gespannt auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bin euer Spooky. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.